Jetzt kommt die Emotion. Nur dann lohnt es sich, über den Preis zu sprechen, wenn Sie sich schlussendlich so richtig wohlfühlen. Hi, der Mitspieler hier. Wieder im Auto. Also es ist eine vertriebsstarke Woche für mich. Das freut mich natürlich. Und beziehungsweise, ich möchte die Videos aktuell nicht draußen machen, aber ich bin nicht im Büro, weil draußen ist es mir wortwörtlich zu kalt. Wir haben aktuell 7,5 Grad, macht also keinen Spaß. Heute widme ich dieses Video an alle, die ein recht teures Angebot haben, beziehungsweise einen teuren Preis, als Beispiel Fotografen. Weil ich hatte gestern ein Gespräch mit einem Fotograf und der hat mir gesagt, du Mitch, ich habe das große Thema, ich muss meine Preise durchbringen. Und immer wieder haben die Kunden, wenn ich dann den Preis nenne, sagte er mir, habe ich das Gefühl, dass meine Kunden fast vom Hocker fallen, hinten runterfallen. Auf jeden Fall eins, sie sind extrem schockiert. So, und dann habe ich ihn gefragt, ja, was er genau macht. Und dann sagt er, ja, er macht aktuell Hochzeiten und also die Kunden kommen auf ihn zu. Das ist natürlich ein großes Gut. Meine Frage war natürlich dann gleich, wie machst du das während der Corona-Zeit? Ja, aber er hat seine Aufträge und für ihn war das eine allgemeine Frage als Fotograf, weil er immer wieder das Thema hat, er würde gern höhere Preise durchbringen, weiß aber nicht so genau, wie er es machen soll, er weiß nicht genau, was er machen soll und er fühlt sich in dem Moment, wenn es um die Preisverhandlung geht, extrem unwohl. So, auf jeden Fall, wir haben so eine Weile gesprochen und er sagte halt, wie gesagt, die Themen waren für ihn das große Problem. Und habe ich gesagt, gut, okay, pass auf, prinzipiell kann ich dich verstehen. Es ist natürlich so, jeder Mensch hat eine andere Erwartungshaltung. Und wenn du deine Preise durchbringen möchtest, ist ja immer die erste Frage, was jeder Kunde macht, meiner Überzeugung. Der Kunde wird dann den Preis bezahlen, wenn er für sich ein, also erstens mal nicht nur den Nutzen erkannt hat, sondern wenn Preis-Leistung stimmt. Und was ich bei vielen Fotografen die Erfahrung gemacht habe, dass man dann sagt, ja, wie läuft denn das bei Ihnen ab? Ich nehme jetzt mal Beispiel, ja, weil ich meine, ich hatte das Thema ja auch, wo ich meine Frau geheiratet habe, hatten wir ja auch die Überlegung, nehmen wir einen Hochzeitsfotograf, war bei mir natürlich dann recht schnell weg, klar, also ihr wisst, in welcher Branche ich bin in der Schul- und Kindergartenfotografie, also wir haben roundabout aktuell 53 festangestellte Fotografen, war für mich klar, wen ich nehme, ne? Aber trotzdem habe ich mich mit dem Thema beschäftigt, okay, was kostet so ein Hochzeitsfotograf, was verlangt der, welche Dienstleistung hat er? Und was ich gemerkt habe ist, da verdienst du gut Geld. Ja, also wenn du so ein guter Hochzeitsfotograf bist, kannst du schon mal locker zwischen 2.500 und 6.000 Euro verlangen. Und auf jeden Fall habe ich ihn gefragt, ja, was verlangst du? Und er sagt, ja, 2.500. Dann sage ich, ja gut, aber du bist ja dann in der unteren Sparte, das passt ja dann doch ganz gut. Nutzt doch die Gelegenheit, wo hast du denn jetzt das Problem? Preis, sage ich, alles klar. Dann habe ich ihn gefragt, wie machst du es denn? Und dann sagt er, ja, ich sage immer zu meinen Kunden, also er sagt dann, was er macht, also das heißt, passen Sie auf, ich komme dann zu Ihnen, wir fotografieren dann den ganzen Tag, nach dem ganzen Tag ist es dann so, dass ich abends auch noch dabei bin, dann kriegen Sie ein komplettes Buch, ich bearbeite die Bilder und das Ganze würde dann 2.500 Euro kosten. So, dann habe ich ihn angeguckt und geschmunzelt, habe gesagt, gut, kann man so machen, gebe ich dir recht, aber ich möchte dir jetzt, und das habe ich ihm auch gesagt, ich würde es auf eine andere Art und Weise tun, weil meines Erachtens gerade in dem Thema Hochzeit, ja, allgemein, wenn du Fotograf bist, musst du doch eins bewusst sein, also wenn nicht du, wer spricht dann über Emotionen? Ja, wenn ich Bilder habe, sind es pure Emotionen. Ich glaube, da sind wir uns beide einig. Und wir beide wissen auch, welchen Aufwand du hast, so ein Buch zu betreiben, so ein Buch zu gestalten. Und das ist quasi, also dass du da mindestens eine Woche dran sitzt, ist auch klar. Wenn es anständig gemacht werden soll, plus wie gesagt, du musst ja die Bilder selektieren, du musst sie bearbeiten, aber ich glaube, das brauche ich dir als Fotograf nicht sagen. So, für alle anderen, jetzt kommt die Preisverhandlung und so mache ich auf meine Art und Weise und ich empfehle es dir als Fotograf, dies auch zu tun, weil dann wirst du deine Preise erstens mal besser durchsetzen und zweitens mal wird es weniger Diskussionen bzw. überhaupt Rabattdiskussionen geben. Also wenn dich der Kunde fragt, was kostet das Ganze denn? Da machst du erstmal eins und sagst, lieber Kunde, pass auf, bevor wir beide überhaupt mal über den Preis sprechen, ist es doch so, und jetzt kommt die Emotion, nur dann lohnt es sich, über den Preis zu sprechen, wenn Sie sich schlussendlich so richtig wohlfühlen.
Ja? Und genau das muss ich jetzt erstmal erkennen und erfahren. Daher wäre jetzt mal meine Frage. Und dann fragst ihm einfach, was er sich vorstellt. Also, lieber Kunde, was stellen Sie sich denn vor? Wie muss das aussehen, dass Sie glücklich sind, dass Sie mit einem Lächeln, mit einem Grinsen nicht mehr aus dem Gesicht kommen? Ja? Was muss passieren, dass Sie sagen, wenn Sie nach Ihrer Hochzeit das Buch, was ich dann für Sie binden werde, vielleicht ein Video, ich weiß ja nicht, was Ihnen wichtig ist. Wie muss es aussehen, dass Sie glücklich sind? Und dann lässt du den erzählen. Erzählen, erzählen, erzählen. Und wenn er dir dann alles genannt hat, wirklich alles, ja, dann fängst du an zu lächeln und dann kannst du zu ihm sagen, pass auf, du hast mir jetzt gesagt, dass du das haben willst, das haben willst, das haben willst und das. Ist das richtig? Dann sagt er dir ja. Und da haben sie noch gesagt, dass du das haben willst und das. Ist das auch richtig? Dann sagt er dir auch ja. Und dann machst du Folgendes, du sagst, die erste Frage für mich ist dann der Preis überhaupt noch relevant, wenn wir das alles erfüllen. So, dann wird der eins machen, der Kunde behauptet, ich würde sagen, naja, ja schon, der Preis spielt natürlich auch noch eine Rolle. Jetzt ist aber schon mal ein Auch dabei, das ist schon mal für uns zwei sehr gut. Dann sage ich, prima, okay, Auch ist klasse. Heißt für mich, wenn Sie jetzt mal die Gesamtsituation zusammentreten und dann wiederholst du das Ganze jetzt nicht mehr in die Extrem, sondern du sagst dann, Sie können wahrscheinlich dann auch sich vorstellen, da sitze ich ungefähr 2,5 Wochen dran, eine Woche dran, ich kenne jetzt deinen Aufwand nicht. Und dann sagst du dieselbe Frage, sagst du, also pass auf, ich mache das natürlich nicht für 10.000 oder 15.000 Euro. Dann wird der Kunde so einen kurzen Schockmoment bekommen. Ja? Wenn du 2,5 pitchen willst, dann fängst du an, den Pitch zwischen 10.000 und 15.000 Euro. Keine Angst, lieber Kunde, es kostet keine 15.000 Euro. Ja, ich kann Ihnen sagen, es kostet nicht mal 5.000 Euro. Wenn ich Ihnen jetzt gerade mal sage, dass wir von 2.500 Euro reden, sind wir doch beide ehrlich, ist es ein Schnäppchen und da kriegen Sie doch hundertprozentig ein richtig gutes Bauchgefühl, oder? Was würdest du denn jetzt sagen? Ich behaupte, du würdest jetzt eins sagen, ja, also wenn wir das alles so geliefert bekommen, dann, ja, so. Warum? Ich habe von 15.000 angefangen, diese Zahl hast du im Kopf, ganz klar. Und dann trickere ich dich immer weiter runter und runter und runter und sage dir immer wieder, kostet nicht mal das, also auf Deutsch gesagt, es wird immer günstiger und günstiger und günstiger. Und erst beim zweiten oder dritten Mal trickern, also es kostet keine 10, keine Angst, wir liegen nicht mal bei 7.000, wir liegen nicht mal bei 5.000 Euro, ja? Sondern wir liegen gerade mal bei. Wenn du das so machen wirst, verspreche ich dir eins, dass dein Kunde auf jeden Fall viel, viel weniger Preisverhandlung geben wird. Und wenn er dann trotzdem nochmal mit dir diskutiert, dann mach doch mal Folgendes, sag zum Kunde, lieber Kunde, wenn ich aber alle anderen, wirklich alle anderen Punkte erfülle zu 100% und Sie haben das Buch, was er dir dann gesagt hat, oder das Video oder die ganzen tollen Bilder und sehen die davor. Und es geht jetzt um so eine Diskussion, er will dir keine 2,5 bezahlen, also du willst 3, oder sagen wir so, du willst 2,5 und er will dir 2 bezahlen. Und dann sagst du ihm, also jetzt mal ganz ehrlich, wenn ich Ihnen alles so zu 100% liefere, müssen wir dann wirklich noch über diese 500 Euro überhaupt noch diskutieren? Sind wir nochmal ehrlich, Hand aufs Herz. Ha? Und dann lächelst du ihn an, wichtig, dann bist du ruhig. Ja, so. Ich freue mich, wenn du die nächste Preisverhandlung hast, freue ich mich auf dein Feedback. Ja, ich wünsche dir auf jeden Fall jetzt nochmal eine tolle Vertriebswoche. Wenn du dann quasi den Umsatz durch hast, gib mir einen Daumen hoch, folge mir, ja, egal auf welchem Videokanal. Ich wünsche dir jetzt auf jeden Fall eine ganz tolle Vertriebswoche und bis zum nächsten Video.